Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, diesmal falle ich aber nicht rein. Also hier haben wir eine Kante. Und ich meine, da hinten wäre auch eine Kante. Also das wäre jetzt mein erster Plan. Einmal hier hin. Und jetzt dann gleich auf die andere Seite. So weiter geht's nicht. Macht's aber nicht. Tja. Wo ist denn da? Irgendwo war noch ein Stein in der Mitte. Ach, da. Hier in etwa, ne? Sagen wir so. Okay. Wie ist jetzt hier die Lösung? So, next try, würde ich sagen. Meine, die Kante ist ja hier nicht umsonst. Ne? Also will die Kante auch begriffen werden. Also, Lara, begreif sie. In etwa so. So. Bin ich ganz hinten. Also nach oben springen geht nicht. Dann fällt Lara runter. Nach hinten springen geht auch nicht. Aber was ist denn, wenn ich mich einfach fallen lasse? Und jetzt springe ich einfach mal nach hinten. Das geht sogar. Oh, oh, Hilfe. Jetzt springe ich einfach mal nach oben. Jetzt hangel ich mich rüber. Thema erledigt. Ach, voll einfach. Halt dich gut fest, Lara. Gibt es jetzt kein Zurück mehr? Oder wie verstehe ich das jetzt? Also irgendetwas ist jetzt hier passiert. Ja, da war ich vorhin. Da ist was. Ah ne, ist nur Feuer. Aha, noch eine Kante. Okay. Vielleicht sagt der Boden jetzt zusammen, oder wie? Wo seid ihr? Bin ja im Kreis gelaufen, ne? Ich habe eine Idee, wo noch etwas sein könnte. Ich habe es ein bisschen rumgetüftelt und dort vorne, das sieht so aus wie so eine Tür, ne? Und die könnte ich mir mal ein bisschen näher anschauen. Vielleicht kann ich die hier irgendwie öffnen. Weil Schlüssel hätte ich ja. Und Mass, denke mal zwei Stück. Hier ist ein Schlüsselloch, ne? Hier ist auch noch irgendwas, ne? Ne, hier ist nichts. Gut. Ja. In Rusty Key, den verrosteten Schlüssel. Ja, komm, neuer Versuch. Jetzt, da kommt wieder jemand. Okay, Problem. Habt ihr schon gesehen? Hier könnte mal aufgespießt werden, gegebenenfalls. Wir machen mal Licht an. Das war knapp. Okay. Versuchen wir mal kriechen. Ah! Die sind abgrund. Achso, ich dachte, die wären abgrund. Aha, aha. Sieht doch stark nach Rätsel aus. Okay, okay. Kann man wohl am Rad drehen? Ja, finde ich gut. Was kann man hier machen? Noch mehr am Rad drehen. Und die Frage ist natürlich auch, wohin? Hier oben. Nix, ne? Ih, Spinnen. Hallo Lara. So, in welche Richtung? Ich kann es gar nicht drehen. Ach, verschieben muss man das.
Achso, ich dachte, man muss das irgendwie nach rechts oder links drehen. Ja, einfach mal logisch nachdenken. Also ich würde sagen, der muss noch einen nach hinten. Nach meiner Logik. Die muss nicht konform gehen mit Lagers Logik. Und dann da rein, ne? Thema erledigt. Ganz easy. Jetzt guck mal nach oben, ja, das passt, ne? Zack. Aha. Was passiert? Nicht viel. Nehmen wir das nächste Teil. Und wir schieben, und wir schieben. Ja, jetzt rein mit dir. Ja, weiter schieben, Lara. Ein Stückchen. Ein Schluck Cola muss jetzt mal eben sein. So, jetzt aber. Aha, der rechte geht schon mal auf. Der linke auch. Nehmen wir natürlich zuerst mal das Medipack, ist ja logisch, ne? Aha. Und schnell raus hier. Ohohoho. Kann man da auch noch weiter hochspringen? Könnte man auch mal abschicken. Ha. Na komm, heb auf. Na geht doch. Aha. Gut, jetzt hätte ich zwei Gegenstände. Kann man die noch irgendwie gewinnbringend einbringen in dieses Spiel? Also, mich würde dieser Weg hier interessieren. Ist da oben auch ein Weg? Ah, da oben ist auch ein Weg. Rechts oder links? Ich fange einfach mal an. Ah ja. Tja, wie komm ich da ein höher? Das ist jetzt die gute Frage. Also ich habe jetzt eine Stange. Okay. Aha. Okay. Na gut, der war jetzt nochmal ganz easy. Hätte ich gar nicht öffnen brauchen. Hohoho. So, jetzt wären wir hier. Und was können wir noch machen? Nix. Da habe ich auch etwas gesehen. Nein, ich habe doch nichts gesehen. Aber hier sind doch Stangen, ne? Jo, testen wir mal. Ich würde sagen, Test. Ah ja, okay. Ne, so springst du, glaube ich, zu weit. Ne? Ah ne, doch, passt. Ja, und jetzt? Oh, Licht bleibt bitte an. Na, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Nee, hör mal auf, dich zu drehen, Lara. Danke. Ah! Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Okay. Wie weit kannst du denn laufen?
Ich gehe aber eher hier so hin. Gut. Ah, kann man hier reinkriechen? Ja, das mache ich mal. Ich höre da was. Ich komm, stell dich hin. Hier ist nichts. Okay. Aha, habe ich richtig gehört. Kommt zu Mami. Ja, kommt. Das war alles. Ups. Was ist los mit dir? Ist da eine Kante? Ja, da ist eine Kante. Und wie komme ich da hin? Keine Ahnung. Okay. Ja, so wird er ein bisschen hoch sein, ne? Ja, da passt nicht so ganz. Jetzt wird es wohl zu tief. Ja, guter Rat ist teuer, würde ich sagen. Ich gehe nochmal raus. So, ich kriege jetzt nochmal zurück, denn ich bin ehrlich, ich habe gescheatet. Ich habe gescheatet, ja. Weil ich einfach nicht wusste, wie geht es jetzt hier weiter. Ich habe gesucht und getüftelt und gemacht und getan und so weiter und so fort. Und ich hatte schon die Lösung. Ich stand da hier gerade hier im Wasser. Habe versucht, die Kante zu begreifen. So wie jetzt. Es funktioniert nicht. Also man muss wieder pixelgenau stehen. Und dann, so wie jetzt, sollte Lara auch die Kante begreifen. Jawohl. Ja, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, manchmal muss man ein bisschen hartnäckiger etwas ausprobieren. Ja, und jetzt bin ich auf mich allein gestellt. Hier ist Ende, ne? Hier ist Ende. Oh, cooler Wasserfall. Da oben eine Kante. Mal testen. Na, hier schon mal nicht. Ah! Ja, cool. Ja, und nun? Ah, guck mal, da geht's weiter. Da geht es weiter. Ich muss sagen, im Großen und Ganzen, das Spiel gefällt mir richtig gut. Das geht eigentlich auch von Level zu Level eigentlich auch mal besser. Auch die Höhle hier ist richtig gut gemacht. Gefällt mir. Oh, liegt da was? Ach nee, da ist nur dieser komische Vogel. Okay. Hier hoch. Hä? Oh nö. Okay. Bringt auch nichts, ne? Okay.
Aha. Ja, gehen wir mal da hoch, ne? Wäre schön, wenn ich was sehen könnte. Ah, da könnte was sein, ne? Ich denke mal hier. Nicht Lara! wie habe ich es gerade gemacht? Über die Kante hier, ne? Festhangeln und einfach nach hinten springen. So, komm jetzt aber. Ja, siehst du, geht doch. Okay. Okay. Ja, gehen wir mal da runter, ne? Ist wohl so erwünscht. So, was haben wir denn hier? Zwei Gräber mit zwei Zeichen. Und noch ein Zeichen. Ein Geheimnis, ne? Zumindest das Geheimnisgeräusch so. Ja, vielleicht bräuchte die Teile ja wirklich. Ne, hier liegt nichts mehr, ne? Gut. Wo kommen wir denn hier raus? Hä? Ganz am Anfang? Ja, hier war ich doch schon, ne? Hä? Aber was hat das jetzt gebracht? Gut, ich habe jetzt einen zweiten, ja, Wappen, nenn ich mal, ein zweites Wappen. Ah, und die Stange habe ich, ne? Und die Stange. Was könnte ich damit jetzt anstellen? Nochmal zurückgehen. Da könnte noch etwas sein, aber... Puh. Gehen wir mal, schauen wir das hier nochmal an. Ja, hier ist nix. Hier ist nix. Da kann ich noch mal gucken. Und ansonsten glaube ich die Runde noch mal. Vielleicht habe ich noch was übersehen. Dann kommen wir jetzt da rein. Ach hier. So, die Kreuze sind drin. Ein Grab. Und... Keine Ahnung. War ich da oben schon? Nee. Ah! Nicht, dass ich die Stange hier reinstecken muss? Na, geht nicht. Da stehst du wieder falsch, Lara. Ah, ich wollte... Ich wollte gerade schon wieder zurückgehen. Da muss wirklich pixelgenau davor stehen, okay. So, jetzt cheaper Ding. Oder Dreh, wie auch immer. 9? Okay. Das war's wohl. Wusste ich doch. Ich wusste, dass ich da nach oben komme. Das ist sogar eine Treppe. Okay. Ich habe noch einen Schlüssel. Wer weiß. Passt sogar. Aber bestimmt geht nur ein Balken zurück, ne? Alle drei. Aber ich habe hier noch was gesehen. Kann man nicht irgendwie da... Ach, da war ich schon. Hier war ich schon. Und da war ich auch schon. Ja, passt. Cool. Dann laufen wir mal hinein ins Vergnügen, würde ich sagen.
Yippie-yay-yay. Geheimnisvolle Musik. Lara betritt eine neue Ära. Lara betritt eine neue Ära. Haha, endlich kann ich mal was kaputt schießen. Juhu! Ich mach alles kaputt. Das macht Spaß. Yippie-yay-yay. Okay, dich krieg ich auch noch. Dich mach ich auch noch kaputt, ja. Absperrungen nicht mit mir. Eigentlich sollst du einfach nur mal da so reingehen. In etwa so. Ah, da liegt was. Ein Tagebuch. Vielleicht. Aha. My father's lost diary. He told me about this diary on several occasions, but he never told me how or where he had lost it. Mhm. Interessante Information, keine Frage. Okay, ich habe auch genug kaputt gemacht, würde ich sagen. So historische Gefäße sollte man ja auch nicht zwingend beschädigen. Da muss ich wohl rein. Ob ich will oder nicht. Wie stelle ich das an? Indem ich einfach hier runtergehe. Und nu? Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Oh. Runterrutschen, da ist Wasser. Einfach runterrutschen. Und da ist eine Plattform. Das mache ich mal. So. In etwa so, dachte ich. Haben wir Licht an. Oh, 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 nicht rutschen. Danke. So. Ich weiß nicht, da kann ich doch reinspringen, das ist doch ganz easy, das ist doch ganz locker. Ja. Dass ich hier noch was übersehe. Ich würde sagen, no risk, no fun. Ich habe doch Wasser gesehen. Ich habe doch eindeutig Wasser gesehen. Genau das wollte ich die ganze Zeit machen. Nur meine Umsetzung hat es ein bisschen gehakt. Ja, da sehe ich was. Hangeln vielleicht? Komm, ich versuche das mal hangeln. Oh. Und jetzt das Ende, ne? Okay. Dann versuchen wir mal springen. Sieht ein bisschen weit aus. Aber ich versuch's trotzdem. Ah, passt. Ja, doch. Und nu? Am Kreis gelaufen. Was sag ich doch? Hier war ich doch schon mal nicht. Aber andererseits nicht zwingend, ne? Schauen wir uns mal die Leichen hier an. Leichenskelett Nummer 1 und Nummer 2. Da kann ich hochgehen. Oh! Huhu, das sieht interessant aus. Ja. Ja, ja. Ich gehe einfach mal auf so eine Plattform drauf und gucke, was passiert. Okay.
erstmal soweit ganz easy. Das sollte auch funktionieren. Bleib stehen! Was machst du denn da, Lara? Ja, ich würde sagen, so ein Standard. So ein Standsprung müsste. Zu weit. Ach. Oh, hier ist eine Kante, ne? Ingress ist hier. Okay, einfach mal. Ich könnte da drauf springen? Nö, das bringt. Da ist schon einer verhungert, ne? Nee, da springe ich nicht drauf. Ich möchte nicht verhungern. Man muss hier an der geraden Stelle. Ah! Hier an der geraden Stelle. Okay. Na, Kollege. Also, ich würde sagen, du bist einfach falsch gesprungen, ne? Obwohl, da liegt was. Da liegt was. Ich teste das mal. Schritt zurück. Ja, und einfach mal aus dem Stand da drauf. Die Waffe möchte ich haben, definitiv. Aha. So, jetzt passiert mir das gleiche wie dem Kollegen. Ich werde verhungern. Oder ich springe hier zurück. Oh, der Kollege ist im Weg, ne? Der Kollege ist im Weg. Der Kollege ist im Weg. Oh, der wird schwierig. Wie soll ich das denn jetzt machen? Lara, um die Ecke biegen! Oh! Ich hasse solche Sprünge. Ja, Konzentration. Jetzt habe ich ihn immer gemacht. Ich bin aus dem Stand gesprungen, ne? In etwa so, ja. Dann habe ich den Sprung jetzt nochmal eingekriegt. Na komm, Versuch macht klug. Oh. Puh. First try, ne? Jetzt kommt der Moment im Leben, ihr dürft mich einmal loben. Das macht ja sonst keiner, ne? Deswegen. Aua. Ah, ja, aber das hat man die ganze Zeit gehört. Mache ich denn da auch? Kommt her, zu mir. Okay. Der sah schlimmer aus, als er im Endeffekt war. Da war was. Ach so. Piekstacheln. Also rein gefühlt würde ich so springen. Oder so. Komm, ich springe so. Jetzt springe ich mal so. Und so. Ja. Dann machen wir es halt eben so. Kein Problem. Da haben wir nichts. Ah, Feuer sieht cool aus. Oh, ich glaube, hier passiert was. Ich habe ein ganz komisches Gefühl. Da kommt jetzt aber. Last try, definitiv. Last try. Ich frage auch wieder, zuerst rechts, zuerst links. Ich
nehme mal die Stange. Warum auch immer. Okay, hier ist Feuer. Gut, jetzt bin ich hier. Ach, ich würde sagen, komm, ein Stückchen. Dann springe ich einfach hier hin. Tja, war doch ganz einfach. Voll easy. Aha. Was haben wir denn da? Lara wäre nett, wenn du da irgendwie reingehen könntest. Okay. Du willst da nicht rein. Na, geht doch. Hoffentlich ist nicht so ein Zeitschalter. Okay. Da war ich ja vorhin schon, ne? Was ist mir hier rüberspringen? Passt nicht, ne? Aha. Ups. Ach, wo gerade mal hier sind. Gehen wir mal da ein. Ja, ich kann schon denken, was passiert. Ja, ich denke mal, ich muss erst einen anderen Weg nehmen, weil nämlich sonst genau das passiert. Okay. Er wird schon einen guten Grund haben. Ne, ist so hoch, ne? Gut. Okay. Ja, komm. Ach, einfach runter. Hier kann man nach oben, bestimmte Sackgasse. Die nächste Schulter. Ah, cool. Ich denke mal, jetzt kann ich den Weg passieren. Kann ich trotzdem hier den Weg wieder nehmen. Okay. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, wie es funktioniert. Wäre natürlich schön, wenn ich hier direkt drauf springen könnte. Mache einfach. Aua, 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 au. Passt. Ha, ha, ha. So.
eine Schlucht. Ja, die Levels gefallen mir immer besser. Das hat doch was, ne? Eine schöne Weite. Gigantischem Ausmaß. Ein bisschen wie bei Herr der Ringe. Oh, genau. Solcher wie bei Herr der Ringe. Und da liegt was. Da liegt doch was. Okay. Okay. Wo war das denn? Hier war das. Oh, armer Kollege. Okay, also damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Der kommt erst runter, wenn ich es aufsammle. Komm, hau ab. Nicht mit mir, du. Auch was? Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass da was ist.